Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Unser Bruder da vorne hat sich festgefahren, wir müssen einfach schieben. Ja, wenn zwei auf einmal kommen, dann wird es immer schwierig, ne? Beide blockig. Das könnte man eigentlich gerecht, weil wir im Prinzip alle beide hier mal hier befreien. Ups, das war zu hoch. Wollte auch nicht so tief ansetzen. Vielleicht wenn dann die Häcksel gut dann entsprechend wieder aufnehme. Euer Versuch. Euer Versuch. Einmal. Normalerweise geht das nicht, aber der Hänger kaputt. Nur aber Huss! So, wir sind gerade hingefahren. Wir müssen dahinter fahren. Geht alles, typisch. Das lief auch zu gut letzte Folge. Und zwar so gut, dass ich nicht hinterherkommen will. Hat er aufgehört zu Gas geben oder was? Ja. Warte mal, ich bleibe in Walle. Das wird jetzt lustig. Na ja, gut. Muss den Deckel wegkriegen wieder. Auf der anderen Seite fahren. Ich komme da nicht rüber. Zum Glück haben die auch durchdrehende Reifen. Das ist garantiert wieder welche Karambolage. Hockt er wieder auf Dings drauf, auf dem Schneidwerk. Oder andere Dummheiten. Festgefahren.
Bisschen verteilen gleich, ne? Eine Schneefräse nehmen. Immer schön links voll machen und rechts rüber schmeißen. Fallen wir gleich wieder fest. Alle drei blockiert, das ist ganz gut so, Anführungszeichen, normalerweise nicht für mich, weil geht ja nicht weiter, aber nur den Haufen wegkriegen hier. Das ist doof. Verteilen, nicht auf den Haufen bringen. Bisschen anders Gewicht verteilen. Dann muss ich ihn rechts leer machen. Am Rand. Mal gucken. Kann er mehr machen. Kostet unter 10.000 jetzt. Ja, das nennt man jetzt Ring. Schubs. Der wird unbedingt zur anderen Seite ranfahren. Wurde ja weggeschickt. Oder wir sind sich jetzt und der hinter der Junge nachher. Oh, Tank aus. Also wenn die Nacht immer 10.000 Stunden kommt, dann weißt du, was du zahlst. Das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Der hat zwar nicht viel drinne. Aber er wird nicht viel rüberkommen.
So. Chaos-Landschaft hier. Oh, nächste Block geht schon wieder. Also, ach, der Anne hier. Der Anne läuft. Aber hier. Bald voll, ne? Naja, voll, halb voll. Hängt ja mit einem halben Hänger hier. Klar. Da liegt schon genug. Durchdrehende Reifen. Ja, das geht mir auch so. Wir kommen gleich. Muss er mal ein bisschen wegnehmen hier. Steh auf die Gas. In dem Fall Bremse. Jetzt wird eng. Im doppelten Sinne. Vorne ist einer, hinter mir ist einer. Hilfe! Ja. Ich sag ja, auf Acker ist da, wird geschoben, da wird gerammelt, da wird alles gemacht, gerammt. Ne. Und hier. Ja, steht ja einer im Verkehr, einer fest, kommen wir nicht weiter. Ein bisschen geschoben werden kann nicht geschahen, also mehr frage ich ja gar nicht. So, Fett gibt Gas. Ja, mal alle einbauen, ne? Wir drehen die Reifen. Im Hänger die Rückmotor drehen lassen, ne? Ich hab aber gesagt. Kundenstücke Land im Arbeitsamt hier. Die Video mitfahren. Anführungszeichen Idioten sicher. So, kannst kommen. Weil der andere jetzt hinter mir steht, der Fendt. Naja, würde mich wundern. Nee, wirklich. Ist am Scheißen.
drin wäre, dann könnte durchfahren. Und ist okay, lass mal eine Runde fahren oder so. Mal den anderen Gang kriegen hier. Dann kann er gerne leer runterfahren. Aber aktuell kommt er nicht rüber, am kleinen Berg hier. Da muss ich jetzt umbauen her. Das Silo zumachen und dann beziehungsweise nochmal flach machen. Ist ja schon fast verdichtet. Einer Arbeit wächst ordentlich. Auf geht's, was? Das ist ein Frühlob. Meistens sind bald drin. Auf Schneidwerk fährt oder so. Das ist ja auch so ein Kunde. Ein bisschen nach rechts fahren. Da noch ein bisschen Luft. Zur Not lassen wir mal einfahren. Wenn wir den zwei schaffen. Aktuell so Kosten, so ohne Lohnkosten, dann muss er nicht sein. Beziehungsweise werden wir gleich einen anderen Kurs einfahren. Dritte Silo am Meinetwegen. Jetzt werden wir eine Ehrenrunde. Das ist ja nur Quatsch. Na, jetzt geht los, hoch und runter. Richtig. Müssen wir erstmal Dings machen, bevor wir einen neuen Kurs einfahren können. Und der, glaube ich, könnte da im Weg stehen. Jo, dunkel. Es gibt Nachtschichtzuflege. Ach, das ist auch noch. Da zahlen die, glaube ich, 50%, glaube ich, oder so. Das war eigentlich was gewesen. Aber eine Erntezeit muss es sein. Irgendwas war hier gewesen. Bei Nacht irgendwie jetzt bei Seasons extra viel Geld für die Helfer. Für mich nicht. Ich krieg das nicht mehr.
Und liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schön wegen Winkel. Ciao, ciao. Und hört uns die vielleicht zur nächsten Folge wieder. Dann sagt man, bis dann. Tschüss.